Auf geht's zu alten Welten! Willkommen zurück in Kingdom Hearts, Leute! Wir müssen noch ein paar Hunde sammeln und Items und hast du nicht gesehen. Zuerst mal nach Halloween Town. Ich mag den Ort lieber. In Munster muss ich auch noch hin. Da gibt's auch noch sehr viele Kisten und ich habe nicht ernsthaft normalen Flugs gemacht, oder? Doch, habe ich. Verdammt! Ja, das kann man nicht abbrechen. Ja, kann mal passieren. Ach, warum mal nicht wieder chillen? Lehnt euch zurück, genießt die Show! Ja, das passiert, wenn man zu schnell drückt. Ich wollte doch hinwarpen und nicht hinfliegen. Ach, und Tiefflieger. Ach, das kann auch nur mir passieren, ne? Jo, let's part. Habe ich schon mal angefangen, Items zu sammeln, Hunde zu sammeln. Und ich bin noch lange nicht fertig damit. Zumindest von den Items her. Da muss ich noch viele, viele sammeln. Bei den Hunden, glaube ich, werde ich diesen Part noch fertig. Also mit den Welten, die wir bereisen können zurzeit. Es gibt halt noch eine Welt, aber da will ich noch nicht hin. Denn Sid müsste uns ein neues Navi-Gummi montieren. Ich habe es zwar schon, also das Ganze. Aber solange ich nicht zu Sid fliege, baut er mir es nicht ein. Ich muss mit ihm auch reden, ist ja klar. Vorher weiß er nicht, ob er arbeiten soll oder nicht. Er soll sich auch genauer informieren. Naja. Next kann ich mal wieder chillen. Yay! Also das Fliegen hier ist chillig. Yay! Mehr. Mehr. Ja, okay, so viele Gummiteile brauche ich jetzt auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viele Pläne der herzlosen Schiffe. Aber noch nicht alle. Apropos, mir ist was eingefallen, wie ich das lösen könnte, wie ich euch das zeige mit dem Bauen eines Gummischiffs. Mir ist das eingefallen. Mal schauen, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber ich mache das sowieso erst wieder, wenn ich mehr Items habe, also mehr zum Bauen. Vorher mache ich das nicht, weil es einfach nur ja leicht nutzlos ist. Man braucht es auch nicht wirklich. Man kann natürlich mit dem Standardschiff fliegen, was man da von Anfang an hat. Das Einzige, was ich montiert habe, ist ein zweiter Laser. I'm flying my laser! Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Es finde ich ein bisschen schade, dass man hier wirklich nicht montieren muss. Später haben sie das besser gemacht, obwohl man das auch nicht aufnutzen muss, das Gummischiff. Warum sag ich immer Luftschiff? Gewöhnungssache. Das Gummischiff. Gummi! Ist es zwar trotzdem besser gemacht worden. So, die ich da oben kann ich nicht zerstören ohne eine extra Waffe. Oder sogar zwei. Die herzlosen Schiffe, also die grünen da, die halten extrem viel aus. Da brauche ich wirklich schon ein richtiges Schlachtschiff, um die zu zerstören. Und mit Schlachtschiff meine ich ein Riesenteil. Und mit Riesenteil meine ich ein Teil, was einfach alles zerlegt. Alles! So viele Bomber. Kann auch nicht gesund sein, wenn der so viel herumfliegt. Aber wir haben es hier gleich geschafft. Der Weg ist jetzt nicht so lange. Bam, badam, badam, bam. Jo, und schon sind wir da. Willkommen zurück in Halloween Town. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier waren. Jetzt habe ich die neue Fähigkeiten. Die Hunde, die ich hier noch nicht geholt habe. Zwei Kisten kann man erst holen, sobald man fliegen kann. Eine kann man vorher schon holen. Wobei ich nicht genau weiß, ab wann die zur Verfügung ist. Also ist ein bisschen crazy hier zu erklären. Dann schauen wir mal. So, die erste Hundskiste. Wow, wow. Die ist... Ich will fliegen. Ups. Hier drüben irgendwo. Hier. Ich bin ja schon mal hochgesprungen, habe die Kiste nicht genommen, weil ich gesagt habe, ich warte auf eine Ability. Ich warte genau auf Fliegen, jetzt kann ich die Kiste öffnen, damit ich es nicht vergessen. Da ist nämlich ein Kraftwurz drin. Und die Hundkiste ist da drüben. Da drüben. Die kann man nur mit Fliegen erreichen. Anders habe ich es noch nie geschafft. Also, wenn ihr eine andere Möglichkeit findet, her damit. Hundekiste und ein Elixier. Kraftwurzen mache ich gleich mal an. Mehr Angriffspower ist immer gut. Mehr! So, Level 39 läuft. So, die zweite Kiste ist nicht hier.
auf dem Platz, sondern ganz woanders. Bam, bada, dam, dam, dam. Oh, nebenbei, ich brauche ja Luzidsteine, ne? Das gibt's von den Gegnern hier, die so ausschauen wie, wie Zombies? Nein, wie, als wären sie bei den Pyramiden ausgekommen. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Die Mumien, genau. Die da. Die Mumien, die geben Luzidsteine. Also, weg mit euch! Ich will meine Items haben! Ich will haben! Will haben! Die fliegen Gegner hier. Keine Ahnung, die fliegen. Yay! Bounce! Der nächste bitte! Gib mir bitte ein Item! Ich brauche es! Ich brauche zwei davon! Zwei Luzidsteine wäre ganz nett. Ja, keins gegeben. Naja. Mach ich das so nebenbei. Bevor ich wieder von der Welt wegfliege, mache ich das offscreen, weil das dauert ewig. Die Wahrscheinlichkeit für die Stein-Schmiede-Items ist geringer als wie bei den Splittern. Ist ja klar, heißt auch Steinchen. Steinchen! So, die nächste Hundeskiste ist hier. Zuerst mal alle Gegner hier besiegen. Yay! Ich besiege euch alle! Alle! Hast du gehört? Heute wieder mal heiß drauf. Ne? So, hinter dieser Tür nämlich ist die nächste Hundekiste. Die konnte ich damals ja nicht öffnen, weil dafür ich das jetzt sehen musste, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte sie jetzt zu öffnen sein. Ups! So, ich muss noch ein Herzkiste. Treffen auch. Ja, okay. Das sollte man auch. So, noch einer? Nein? Gut. Jetzt kann ich untersuchen und reingehen. Jetzt ist die Tür offen. Ich weiß nicht wirklich, wann die offen ist und wann nicht. Also, kommt mir auch irgendwie so random vor. So, diese Kiste müsste die Hundekiste sein. Nein, doch nicht. Anti-Z-Gummi ist das. Aber hier ist sie auf jeden Fall. Was ist die da, ne? Zack. Ja, das ist sie. 64, 65, 66. Hund. Dann war hier noch eine Kiste. Ziemlich gut versteckt in der Ecke. Ups, ein Blitzgummi. So, sonst gibt's hier nicht. Das hier ist nebenbei der Friedhof. Tote Menschen unter der Erde. In der Ecke hier. Es ist gruselig hier. So, die letzte Hundeskiste ist weiter hinten. Ganz weit hinten. Über den Hexenhut kann man das erreichen. Waren wir schon mal hier. Die Welt ist auch ziemlich klein gehalten. Bisschen. Und die Gegner wollen auch wieder was wissen. Mehr! Und hey, da ist was von uns freigelassen. Das brauche ich. Das nehme ich gleich. Yeah! Ich kann wieder mal viel zu schnell. Wo ist das Item hin? Ah, da. Das schon, das ist weg. Ein Luzidstein. Brauche ich nur noch einen. Juhu! Hier haben wir Luzidsplitter, das sind die ganz kleinen Herzlosen. Wir geben Luzidsplitter her. Luzidsteine, ja, wie gesagt, von den Zombies. Zombie-Gegner. Oder ja, Mumien-Gegner. Ja, eher Mumien-Zombies. Oh, der zweite Luzidstein! Yay! Dann habe ich somit alle, die ich zurzeit brauche. Dann brauche ich nur noch Rubin-Splitter. Die bekomme ich von den Klappensoldaten. Und sogar noch einen Luzidstein für Reserve ist immer gut. Immer mehr haben, als wie gebraucht wird. Kann ich mir empfehlen. Ach, weg mit dir! Hat zwar MP verbraucht für einen Herzlos, aber hey, ist mir egal. Solange weg ist, hey, es kommt mehr! Noch mehr? Mehr, 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 mehr. Noch mehr? Nein? Doch? Ja? Die wissen auch nicht, wenn sie aufhören, oder? Noch einer? Ganz langsam, langsam, langsam. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Musik ist... komisch. Okay, die erste Kiste, die wir vergessen haben, beziehungsweise erst holen können, wenn wir fliegen können, ist diese hier rechts. Da ist ein Schutzengel drin. Und auf der anderen Seite ist die Hundeskiste. Hoppa! Und auch mal. Tuck, tuck. Somit habe ich hier alle und auch gleich den Schutzengel aktivieren. Danke sehr. Mehr Abwehrkraft ist auch gut.
Dann guck mal ins Tagebuch rein. Luzidsteine habe ich mal. Moment, Zettel her, durchstreichen, gut. Okay. Dann gucken wir mal, der nächste Halt ist Monstro. Da gibt es noch sogar eine Kiste, die man, ja, sehr fies versteckt ist, sagen wir so, ja. Man kann zwar eine Kiste so erreichen, wenn man noch keine Ability hat, außer halt den Hochsprung, also, ja, den Hochsprung halt. Aber mit Fliegen ist es im Monstro viel angenehmer. Einiges. Das Problem ist jetzt allerdings, Monstro kommt noch nicht immer. Also es ist kein Witz, Monstro ist nicht immer da. Wenn ich jetzt ihn anwähle, kann es passieren, dass er nicht da ist. Also fliege ich knallhart weiter. Schauen wir mal, ob es passiert oder nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber sobald man bei der letzten Welt etwas ausgelöst hat, dann kommt er überhaupt nicht mehr, kommt mir vor. Am besten jetzt machen, bevor man die letzte Welt auslöst. Da kommt er öfter. Na, er ist nicht da. Monstro verschwunden. Wir sollen schnell weiterfliegen. Ich will aber, dass er herkommt. Ja. Ich sage, der ist nicht immer da. Das ist das einzige Nervige im Spiel. Wirklich, wo ich sage, das muss nicht sein. Bitte. Das muss doch nicht sein, dann, wow, Achtung, Kamikaze-Flieger. Ich mach euch fertig! Juhu, ihr Allermann-Schiffwörter, wie heißen sie? Ach, egal. Auf jeden Fall geben sie mir gerade ihre Baupläne. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe oder nicht, weil der Bauplan von dem Schiff wäre geil. What the hell? Okay, hey, das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Ich will zum Monstro, ne? Und nicht zur nächsten Welt. Ja, vielleicht sollte man sich doch zerstören lassen, das ist viel kürzer. Ja, irgendwie schon eigentlich. Eigentlich. So. Am Felsen Monstro nicht nochmal kommt, schneide ich das für euch. Ich will euch ja nicht nerven. Das spielt mich aber schon anscheinend. Ah! Okay, gleich mein zweiter Versuch. Nice. Es kann sein, dass die Chance 50-50 ist, aber ich glaube sogar höher. Erst später ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Mit sehr meine ich viel Glück beim Suchen. Hi Monstro, da sind wir wieder. So, beim Monstro, da habe ich einige Kisten vergessen. Mit einigen meine ich viele. So, guck mal. Ups, mit Schweben kann man, wie gesagt, beim Monstro sehr viel angenehmer Kisten suchen, Schätze und so weiter. Und nebenbei, da oben gibt es eine grüne Trio-Tag, die habe ich noch gar nicht ausgelöst. Die kann man auch ohne Schweben erreichen. Da muss man halt sehr viel rumsuchen, aber mit Schweben ist es wirklich angenehm hier. Da kann man wirklich überall hin. Yeah, ohne lang rumzusuchen müssen. So, zuerst die grüne Trio-Tag auslösen. Dann bekommen wir was dafür. Nämlich eine Kiste. Ich glaube, da ist nichts Wichtiges drin, aber schauen wir mal. Danke, Donald, dass du runtergeschubst hast. Auch wenn es keine Animation dafür gibt, aber okay. So, mach auf und ein Mithrilerz, okay. Ist ja nicht so wichtig. Und da oben ist auch noch eine Kiste. Na, ja. Fliegen sollte man halt auch können. Na, schwimmen auch. Schwimmen muss man können, hochspringen muss man können. Ah, ist denn okay? Zora kann ja viel mehr wie ich. Der kann fliegen. Ich höchstens durch über die Stiege, eher nicht. Ach ja, ups. Dann, Moment, darüber, ne? Oh, hoppa! Moment, da ist eine Kiste, habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. So, ein Tornado-Gummi, linke Seite diesmal. Sonst haben wir eben die rechte Seite bekommen, aber heute mal die linke Seite. Und, last but not least, haben wir hier, ups, eine Hütte. Ich hätte was Besseres erwartet. Okay. Habe ich schon mal alles hier gemacht. Die nächste Skizze! Machen wir heute schon Zeichnungen oder was? Kiste! Ist bei Brauch 3, glaube ich. Von euch, meine Freunde, brauche ich auch Items, glaube ich. Zumindest wir spät machen. Ich brauche alle herzlosen Items! Items! Bei Brauch 3 konnte man ja damals nicht hoch. Durch den hohen Sprung ändert sich das, man kann hier viel abkürzen. Extrem viel.
Somit ist Monster wirklich sehr viel angenehmer. Bleibst du hier, mein Freund? Dann halt nicht. Wie gesagt, mit Hohensprung kann man da hoch, was sehr viel besser ist. Also, Monster ohne Fliegen, ohne Hochspringen ist wirklich nervig, aber mit ist es chillig. Sag ich ja, gerne, her mit. Nächste Welt bitte. In der Art Wupser! Und bekomme einen Lunastein! Oh, den brauche ich auch noch. Glaube zumindest. Ich habe viel zu wenig von allem. Von allem! Von allem! Ja, ja, ich raste auch. Das ist ein Spiel, da muss man einfach ausrasten. Ah! So, da oben war eine Kiste, ja, hab's gesehen. Und ist ein herzloses Moment. Gravitas! Bam! Wenn er so hoch ist, einfach mal runter. Runter. So. Komm ich da überhaupt so hoch? Das müsste eigentlich gehen. Moment. Ja, das geht. Man muss ein bisschen tricksen, aber es geht. Du da unten. Ich bring dich mal schnell um. So schnell kannst du nicht mal deinen Namen sagen. Ich glaube, das war Zickzack-Zipfler. So, sonst war... Oh, da ist noch ein Gegner. Ich finde das ein bisschen nervig, dass man dann alle Gegner besiegen muss. Damit man die Kiste nehmen kann. Mehr? Nein? Gut. Dann nehmen wir mal, fangen wir an. Kiste Nummer 1 mit 100. Kiste Nummer 2 ist hier drüben. Aber noch mehr Gegner. Jetzt reicht es mal. Ja. Mehr? Ja? Nein? Nein, gut. Kiste Nummer 2, da ist ein Tornado-Gummi rechts drin. Wollte einfach nicht drauf gehen, der. Ich will hier nur die Kiste haben hier. Müssen die so abgehen, die Herzlosen. Jo, müssen. Bam! Weg! Dann warten und aufmachen! Kiste Nummer 3! Schon wieder Hunde! Ich glaube, mir fehlt sogar noch einer, oder? Schauen wir mal. Ich kann mir irgendwie nichts merken gerade. Ja, eine Kiste fehlt mir noch. Zwei im Nimmerland, die letzte Hundekiste. Schauen wir mal, ist die hier im Raum oder ist die woanders? Nein, ich will da hoch. Ups, ich will da hoch. Geht doch. Man muss schon anständig reden mit Sora, sonst macht er das nicht, dass er was man will. Gut, hier ist nichts mehr. Ich habe zumindest nichts gesehen. Weiter geht's. Bob 6. Ich glaube, bei Bob 5 war ein paar Kisten. Aber schauen wir mal. Ach, du bist auch da! Oh, der war schnell weg. So will der Gegner! So will der Gegner! Will mehr! Will mehr! Alle mit Einschlag tot, das ist nichts so krass. Und auch noch so hohe Reichweite. Ich mag dieses Schwert, ey! So viele Herzlose! Oh, es kommt ein Donnersplitter. Yay! Ah, da oben. Ich dachte schon, wo ist der? Moment, wenn der da oben ist, Kreuters! Bam! Voll runtergedrückt. So muss das sein. So, war es das fürs Erste? Ja? Nein? Ja, gut. So, du gehst weg. Du auch. Ein Ether bekommen. Oh, und sogar was Blaues. Das ist ein Item. Naja, nicht so wichtig. Eine Hütte war es. So, hier beim Bauch 6 war doch eine Kiste, eine wichtige, soweit ich mich erinnere. Da war doch was. Aber die Herzen lassen mich nicht in Ruhe. Ja, nicht stopp. Na, dann halt stopp. Dann halt stopp. Hep! Hep! Hep, bing dong. So, wo ist der Gegner? Ja. Okay, ist weg. Passt. Dann machen wir mal die Kiste hier auf. Hop, hop. Eine verlorene Seite? Ja, die gibt's hier auch.
Und beim Bauch 6 eine verlorene Seite. Einfach mal so random. Warum nicht? Ein Final-Elixier. Und da ist noch eine Kiste. Also erstmal her, das weg hier. Ja. Ich glaube, das ist ein Rubinsplitter. Nein, Lunasplitter. Okay, schade. Weil da Fettwanz gibt mir einen Rubinsplitter. So, und da ist ein Mithril. Okay, hier gibt es keine Hunde. Ich glaube, das war doch bei Bauch 5. Ah, nicht vergessen, Leute. Bei Bauch 6 Hunde. Was geht zu Bauch 1? Oh. Ja. Da wollte ich eigentlich nicht mehr. Ich will zu Bauch 5. Ich glaube, da war was. Das mache ich jetzt mal Schnellformat. Schnellformat, habe ich gesagt. Schneller! Wuhu! Yay, yay, yay! Ich muss ihn abholen. Wenn man da durchrasen kann hier. Ist richtig krass. So, wieder Bauch 2. Und hier lang muss es zu Bauch 5 gehen. Jo, Bauch 5. Ich glaube, hier war die letzte Hundekiste. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, hier gibt es sogar Gegner. Oh, kein MP mehr. Da muss ich halt so kämpfen. Bam! Voll angezündet. Mehr? Gut. So, die Kiste war... Wo war die bei Bauch 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde eben so random und... Hey, den Lunastein bekommen! Ein Donnersplitter. Wappa! Mehr? Nein? Die letzte Hundekiste. Moment, lass mich mal. Hier ist so eine Kiste. Aber die letzte Hundekiste ist woanders. War die bei Bauch 2 vielleicht? Lass mich mal kurz gucken. Wo war denn die? Wo war die? Wo war die? Boah. Auf die Schnelle fällt es mir nicht ein. Aber zuerst mal hier die Kiste aufmachen. Alle, jede Kiste ist wichtig. Ein Mithril. Dann haben wir hier rechts. Ah, doch, die war hier. Die war hier. Die ist hier. Da. Da ist sie, da rechts. Als erstmal den Fettwanz da weg. Hopp! Hopp! Hoppsa! Und... ich bitte einen sammeln? Brauche ich noch 7 von? 7, oh leia. So, und... die Kiste hier kaputt machen. Dann kommt die Kiste hier runter. Und das ist die letzte Hundekiste im Monstro! Yay! Yeah! So, wieder zurück. Yay! Hab alles. Alter, wie flüssig das Spiel läuft, wenn ich Webs ausschalte. Beim PC zumindest. Beim Fernseher ist es klar, dass ich ein Down flüssig spiele. Ich schaue in letzter Zeit sowieso nur auf dem PC, damit ich nicht wieder synchronisieren muss. Und das dauert dann wieder 10 Stunden. Jo, hab ich mal. In Atlantica gibt es keine Hunde, nur so nebenbei. Somit habe ich alle bis auf die bei Nimmerland. Fehlen mir 2 Hundekisten und sogar noch eine gelbe Triote. Mit Hypergeschwindigkeit. Geht's hin? Ja, Hypergeschwindigkeit. Nicht Hyper, Hyper. Zum. Wo ist es kürzer? Ich glaube vom Lagerraum aus. So, weiter geht's mit der Hundekiste. Hundekiste-Suche, so heißt's. Ist noch lang nicht vorbei. Und ja, es ist kürzer vom Lagerraum aus. Eine Kiste weiß ich auswendig, aber wo ist die zweite? Da muss ich suchen. So, einen Achatstein bekommen, von denen brauche ich auch noch eine Menge. Glaube ich mal. Ich habe fast nichts gesammelt noch. Das mache ich ja jetzt erst. So, die gelbe Triotech war hier. Ups, gleich links. Als erstmal die Herzhaus besiegt. Ne? Yeah, ich friere dich ein.
dich! Zünd dich an! Wir kommen jetzt mal mit Donald, ist das einfach nur krass. So, hier die gelbe Triathek auslösen. Au! Rock! Und dann finden wir uns sich in einem neuen Raum. Guten Tag! Und mir ein paar Herzen. Ein paar. I spamming like a boss. So, hier waren ein paar Erzlose und hier sind auch drei Kisten. Nummer 1, Anti-Z-Gummi. Nummer 2, yep. Oreal kann auch sogar 4 Kisten darin schauen. Nummer 3, Hunde, das weiß ich. Und Nummer 4 ist ein Zauber, ein richtig geiler. Whoops. Ja, landen, nicht trauen, landen. Schon auf die Plattform. Danke. So, zack, zack. Nummer 4. Die Kraft der Lüfte. Aero hat sich zu Aerora. Aerora. Was ist das für ein Wort? Entwickelt. Ist ein ziemlich cooler Zauber. Stärker wie Aero, denn es blockt nicht nur Angriffe, sondern wenn Herzlose zu nah sind, greift der Aerora. Zauber die Herzlosen auch an. Mit zwar wenig Schaden, aber er macht Schaden. Ist ein richtig geiler Zauber. Kann ich nur empfehlen. Vor allem für die auf Magie kämpfen, so wie ich. Ist jede Magie, die man gebrauchen kann, gut. So, wo war die letzte Hundekiste hier? Nicht beim Uhrturm, das muss irgendwo hier sein, im Schiff. Da muss ich jetzt suchen. Ach! Mir ist es eingefallen. Da oben nämlich. Nur mit Fliegen erreichbar. Mir ist es eingefallen. Ich wollte es eigentlich schneiden und suchen gehen, aber mir ist es eingefallen. Alter Schwede. Immer diese Klickmomente. So, ein Schutzgummi haben wir auf der linken Seite und auf der anderen Seite. Whoops. Die vorerst. Schon richtig laut landen, ja. Vorerst letzten Hunde. Lass die Hunde aus. Nochmal kurz checken, habe ich eh alles Dalmatiner-mäßig? Jo, alle Dalmatiner, die es bis jetzt gibt, habe ich gefunden. So wird das gemacht. So, habe ich die mal. Huh, Hundekisten sind somit beendet, vorerst. Bei der nächsten Welt wird es wieder lustig, aber da muss ich wenigstens nicht mehr das machen, was ich jetzt gemacht habe. So, zurück jetzt nach Traverse. Und mal schauen, was ich für den Muggel noch abgeben muss. Dun, 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 dun. Hoppla. Falscher Knopf. Und ja, nicht wundern, wenn hier drei Spielstände sind. So, auf zum Gummichat. Zurück nach Stadt Traverse! Ich habe nur gespeichert, damit ich das Ganze nicht normal machen muss. Ist ja klar. Hm, ne? So, Intro Traverse. Muggel, sag mir, was ich für dich schmieden soll, damit wir etwas geil schmieden können. Hoch geht's! In den zweiten Stock und dann schau mal, Kupo. Was brauchen wir? Was ist neu und was haben wir noch nicht gesehen? Es sind neue Elfen, also gucken wir mal an. Mega Potion kann ich machen. Zack. Apilatamin fällt mir noch ein Puinsplitter. Engelsrei fehlt mir auch. Moment, da brauche ich 1, 3, 5. Puinsplitter. Dann Kämpferkette kann ich machen. Dann Meisterring kann ich machen. Jo. Mir fehlen zurzeit 5 Rubinsplitter, aber wenn man eine bestimmte Anzahl an Schmiede-Items gemacht hat, dann stockt der Muggel auf. Also nochmal ansprechen und gleich mal schauen, was hier so weiter ist. Jo. 6 neue Items haben wir mal. Ach du Heilige. Ach du Heilige! Orkuskristall gibt's noch nicht. Achabnit gibt's noch nicht. Weitere Rubinsplitter, okay, nochmal. 3 dazu sind 8 Rubinsplitter. Ich sammle jetzt schon, da muss ich später nicht machen. Alter Schwede, so viele Rubinsplitter hier. Puh, übertreib mal. Ich brauche Donnerquarze. Die gibt es nur bei Ariel von diesen
Kugelfischen. Donnerquarz, dann mal zwei bitte. Pyropsteine. Ah, boah, fehlt mir noch was, okay. Dann Lunakristall. Gibt's denn überhaupt schon? Ich glaube, ich brauche einen Achatstein. Moment, Achatsplitter. Achatsplitter. Nein, ich brauche Achatsplitter. Ich habe hier zwei richtige Anzahl, aber ich brauche noch drei weitere. Okay, Achatsplitter. Achatsplitter. Mal drei. Dann immer schon aufschreiben. Lunakristall weiß ich noch nicht. Luzidkristall kann ich noch nicht kriegen. Dann brauche ich weitere Luzidsteine. Ach du meine Güte. Luzidsteinchen. Mindestens zwei. Luzidsplitter habe ich genug. Ach, sowas von. Freudentau habe ich schon. Zum Glück. Das Item ist sowas von selten. Mega-Ether. Ich brauche weitere Donnerquarze. Das heißt, ich brauche schon 5 statt 3. Weitere Bürosteine, die brauche ich auch noch 5 somit. Zenitsteine brauche ich dann auch noch. Ah, die mache ich so nebenbei. Sagen wir mal 2. Lunasplitter. Was, wie viel? Lunasplitter? Sachen gibt's gar nicht. Lunakristall kriege ich erst. Lunasplitter mindestens 3. Okay. Gut. Boah, da habe ich ja viel zu tun, Leute. Alter Schwede. Gut, wir fangen nächstes Mal an. Die Schmiede-Items zu suchen. Oder zumindest von denen, die mir fehlen. Oder soll ich das schneiden? Nee, das macht Spaß. Und ich gehe Herzlose besiegen. Bis dann, ciao.